Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter, dem dazu passenden Video am Strand von Maspalomas, aber jetzt beginnend hier an der Charga de Maspalomas. Und da sitzen sie, in den Bäumen sitzen die weißen Reiher. Der Große kommt gerade, es sind die Reiher, die Tauben sitzen da. Also alles versammelt heute Morgen. So, das ist das Stimmungsbild hier an der Charga de Maspalomas. Heute am 12. Juni 2024. So, ich setz mich mal auf Wort. Ja, es ist kurz nach 8 Uhr. Morgen. So, wir haben 22 Grad und 8 Uhr und 14 Minuten. Ja, das Schönste heute Morgen wieder die Spiegelung hier. Ja, wunderbar, wie jeden Morgen. Oh, da ist er. Schon sagen. Ja, das war zu viel. Das war zu viel Besuch. Der Reihe schwindet dahin. So, auf dem Weg hierher habe ich schon wieder Geräusche gehört vom Radlader. So, heute Morgen ja mit Sonnenschein. Faro, Leuchtturm, Freitag 16 Uhr. Wer mit dabei sein möchte, kann das gerne tun. Können wir uns ein bisschen unterhalten, mit Kamera, ohne. Da gibt es dann auch die Bilder vom Viktor, beziehungsweise auch die Tassen und die T-Shirts vom Harry. Und bei den T-Shirts gibt es 2 für 1. Ebenso auch im Organic Food, im Reformhaus, in der Sita für die Leute, die in Playa sind. So, was wollte ich sagen? Ja. Heute Mittag werde ich wohl wieder Meloneras in Angriff nehmen. Ich habe Bekannte, die im Hotel sind, im Rio Palace Meloneras, und da werde ich mal vorbeischauen. Oder dann vorher noch ein bisschen Playa de Inglés, das kommt drauf an. Ansonsten sind wir jetzt erstmal hier, und das ist wichtig, der morgendliche Strandspaziergang. Die Temperaturen. Tiefstwerte waren es heute 19 Grad, Höchstwerte werden 24 bis 26 Grad erwartet.
Um 7 Uhr und 4 war der Sonnenaufgang, 20.59 Uhr Sonnenuntergang. Die Gezeiten um 6 Uhr und 9 Minuten heute Morgen war Hochwasser. Um 12 Uhr ist Niedrigwasser und um 18.24 Uhr ist wieder Hochwasser. Und die Wassertemperatur hier ist 21 Grad. So, das waren jetzt die Wetterdaten. Dann kommen wir zu den... Guten Morgen. Dann kommen wir zu den letzten Kommentaren über die Klinik. Also, durchweg positiv. Eine... Der hat negativ geschrieben, aber klar, jeder hat andere Erfahrungen, aber es kommt darauf an, auch zu welcher Zeit das war. Also ich weiß es ganz genau, dass jetzt vor ein paar Tagen ein nicht ihr Lebender in der Klinik war wegen einem Notfall, da durfte das Begleitpersonal mit dabei sein. Und zusätzlich kam der Übersetzungsservice und. Da wurde auf 5 verschiedenen Untersuchungsstationen innerhalb von 2 Stunden wurde da alles gecheckt und das war sehr, auch ein paar Minuten immer Wartezeit dazwischen, aber war sehr professionell. So haben die beiden Beteiligten berichtet. Gut, lassen wir das Thema. Es ist ja nur so für den Fall der Fälle, wenn man dann doch mal den Arzt braucht. Aber sehr viel Resonanz auf das Video und das finde ich ganz lieb. Und vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Abonnieren, fürs Teilen der Video, fürs Weiterleiten und für die Kommentare. Ja, ansonsten seht ihr selber, hier hat sich nicht viel verändert. Hier ist man immer noch am Gerade schieben, diese großen Erdverwehungen, die so zwischen hier gerade hier vorne, da ist der Radlader noch unterwegs. Ja, die Videos sollen ja auch immer ein bisschen informieren. Ich meine jetzt hier früh morgens beim Wetter. Da ist dann der Vordergrund des Ambiente hier. Aber die Realität, da soll schon auch ein bisschen was dahinter sein. Und deswegen greife ich auch noch mal ein Thema auf. Die Tage. Die Mietverträge, wie die denn aussehen. Ich wurde sehr oft gefragt, auch an den Freitagen am Leuchtturm. Muss man da das ganze Jahr voraus bezahlen oder das halbe Jahr und so weiter. Also diesbezüglich werde ich noch mal ein bisschen nachhaken. Jetzt geht es erstmal ein bisschen schneller hier in diese Richtung. Ja, die Wellen heute. Hier, man sieht 2, 3 aufeinanderfolgende Wellen. Aus der Richtung jetzt hier, also auch vorsichtig beim Baden sein. Wir haben aber gelbe Flagge, nehme ich an heute. Im Moment müssen wir ja immer noch warten aufs Rote Kreuz und die hissen dann die Flagge. Außer die roten, die hier immer stehen, da ist dann das Baden verboten. So, ich bin auch schon wieder gut vorangekommen im Wasserlaufen mit dem Wasserwiderstand und dann noch rückwärts laufen. Das soll sehr gut sein, sehr gesund sein. Man hat ja sonst nicht so viel zu tun, wenn man hier am Strand ist. Und da
Dann kann man ja alles mal ausprobieren. Ja, auch wenn die Hose mal nass wird, dann ist das auch nicht so schlimm. Es trocknet ja wieder. Ja, ein ganz komisches Gefühl, jetzt rückwärts hier zu laufen, die Wellen aus der anderen Richtung zu sehen. Nein, heute gehe ich nicht ins Wasser. Ja, für den einen oder anderen von euch ist das ein gewohnter Gang. Ihr kennt das hier. Ihr habt das alles selber miterlebt. Ja, das ist der Weg Richtung Punta. Da vorne ist der Fahnenmast und dann geht es auch schon wieder nach Playa de Ingles. Ich drehe jetzt hier ab. Machen wir das Ganze mal andersrum. Also so rückwärts laufen. Wasserwiderstand, jetzt ist der Widerstand geringer, weil die Wellen von vorne kommen. Ja, mittendrin. Ja, ich bin schon fast wieder zurück. Und ja, bin rückwärts gelaufen jetzt. Ein großes Stück ist ungewohnt. Ist ungewohnt und vor allen Dingen der Bewegungsablauf, wenn man schneller ist, ist sehr gewöhnungsbedürftig. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr hier am Strand seid, nicht in der Stadt, nein. Ja, es zieht sich schon wieder ein bisschen zu, wenn ich jetzt so die Wolkendecke betrachte, einmal hier noch in die Berge. Ja, fast wieder zurück.
die letzten Meter noch genießen. Man muss ja auch nicht immer reden. Aber nicht, dass ihr denkt, dass der Ton kaputt ist oder das Mikro defekt. Nein, das ist es nicht. Zwischendrin kann ich auch mal still sein. Ja, was soll ich sagen? Schade, dass ich schon wieder hier bin. Jetzt gerade so auch mit den Temperaturen, das ist sehr angenehm. Und wir haben es früh genug wieder richtig warm. So, ich sage jetzt an dieser Stelle, mal schauen, vielleicht gibt es noch was zu sehen an der Charka. Ansonsten verabschiede ich mich und ich hänge noch einen kleinen Videoschnipsel mit dabei für den Plan B. Wer ihn haben möchte, könnt ihr bestellen bei der Antje. Kriegt ihr innerhalb von Tagen zugeschickt in Deutschland. Also kein Problem. Dann sage ich, in der Beschreibung ist die E-Mail-Adresse ganz einfach zu finden. Und einfach eine E-Mail schreiben und dann wird alles weitere vereinbart. Das ist das Werk von 8 Monaten Arbeit. Alles recherchiert, die ganzen Ausflüge, die Busverbindungen, die Buslinien, die Restaurants, die Aussichtspunkte, die Souvenirläden, alles, was da wichtig ist, im Plan B. So, ich sage jetzt hasta luego, macht's gut und gleich im Anschluss seht ihr noch ein bisschen über den Plan B. Bis dann, hasta luego.